Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja. Tag Nummer 6. Man soll es ja kaum glauben. Heute nach Lunds am See. Und das ist der Tag, wo wir uns beide schon vorher. Ah ja, auf das haben wir schon lang gefreut, weil ich hoffe, dass wir ein bisschen Boden gehen können. Ja, also wenn es die Temperaturen so zulassen wie in den letzten Tagen, dann glaube ich, steht denen auch nichts im Wege. Aber nichtsdestotrotz, vor allem Vergnügen folgt die Arbeit. Ja, aber vorher möchte man noch sagen, dass das da wirklich ein schönes Platz ist. Ist weiter zum Empfehlen, man kann da eine Fastenkur machen, eine 10-tägige. Und unter anderem gibt es da ein Pilgerquartier. Mhm. Wir haben gut gespeist, wir haben gut gefrühstückt, nette Leute kennengelernt. Ja, es war eigentlich überraschend sehr gut. Ja, heute, wie gesagt, gibt es einen Anstieg mit 300 Metern aufs Gescheit. Den werden wir aber auch in Angriff nehmen und, ja, und dann geht es langsam runter nach Lund zum See. Wir sind sehr gespannt. Und alles Gute. Also dann, bis später. Bis später. So, meine Freunde, und wir sind jetzt hier oben am höchsten Punkt vom Gscheit. Und hier sieht man es, hier geht's nach Lunds. Sind noch 2 Stunden. Da machen wir jetzt unsere erste Rast. Und wir sind auch nicht alleine. Kühe sind auch da. Und da hinten, werdet ihr es vielleicht gerade noch sehen, da ist schon Lötscher. In die Richtung geht's. Hat sich aber so angekündigt, dass es so kommen wird. Jetzt sind wir auch oben, haben wir es auch geschafft. Jetzt werden wir da ein bisschen rasten und dann 2 Stunden geht es dann rein nach Lund zum See. Nun, der Bananenpause machen wir auch, ne? Genau. Das ist klar. Aber da ist jetzt ein bisschen ein Lifterl. Der Weg war da nicht so ohne, das war ein bisschen so gerührt. Mhm. Und Alpen und ich glaube, das war halt, ja, wir sind jetzt bei 500 auf 800 Höhenmeter aufgegangen. War ein bisschen, aber wir haben es geschafft und jetzt hauen wir sich eine Banane in die Venen und dann gehen wir weiter. So schaut's aus. Also dann, bis zum nächsten Mal.
Das war die Tour. Wir sind jetzt hier in Lunz am See. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, bei den Temperaturen wollen wir natürlich auch schwimmen, ist ganz klar. Aber den See, den zeigen wir euch erst morgen. In einem wahrscheinlich etwas erfrischenderen Ambiente am Morgen. Er ist wirklich sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, ihr seht ihn erst im nächsten Teil. Ja, also es war sehr heiß. Ich muss sagen, was die Tour angeht, es hat ja super begonnen. Zuerst eher frisch. Dann aufs Gescheit war es eine kleine Herausforderung. Dann wiederum kamen wir dann zu diesem Eisenbahnweg. Das war recht interessant. Da muss ich dann nochmal schauen. Na, vorher waren wir noch bei der Biertränke. Ah ja, genau. Wir haben wieder so eine Quelle gefunden, wieder so einen Stand, wo man sich bedienen darf gegen eine kleine Schelle, die wir natürlich gern bezahlt haben. Und ja, dann am Schluss ging es über den Asphalt, wirklich die Luft stand, und es hat wirklich sehr, sehr viel Grad gehabt, war nicht sehr angenehm. Aber letztendlich waren wir dann hier hinunter zum See, und den haben wir uns natürlich auch vorgenommen. Und der Joe war natürlich auch dabei. Ja, ich bin auch dabei, aber ich bin schon K.O. und ich liege schon im Bett, ich bin schon... kurz vorm Wegtreten. Nein, wir waren gerade essen und wie gesagt, der Bauchel ist ein bisschen voll. Aber wir haben das gebraucht jetzt auch, aber war wieder eine empfehlenswerte Tour. Nicht allzu lang. Ja, man hat den Körper halt ein bisschen auf Touren gebracht, aber im Großen und Ganzen, wir waren dann danach noch schwimmen bei 23 Grad Wassertemperatur. Ja, somit haben wir den Tag heute sehr gut uns wohl Touren beendet und wir freuen uns schon morgen, ist wieder eine kürzere Tour und schon langsam, wie gesagt, haben wir gestern schon gesagt, geht es dem Ende zu. Gut ist, ich würde sagen, lasst uns mal für heute. Freut euch auf den nächsten Teil, da gibt es einige wunderbare Sachen zu sehen. Also dann, gute Nacht.